Also grundsätzlich ist erkennbar, dass Netzpolitik ein Querschnittsthema ist, dass das in verschiedenen Bereichen untergebracht ist. Es ist auch im Koalitionsvertrag relativ prominent untergebracht, kommt relativ häufig vor. Allerdings ist es auch eine verpasste Chance, eine kohärente Netzpolitik zu machen. Also es gibt zum Beispiel kein Internetministerium und die einzelnen netzpolitischen Themen sind in verschiedenen Ministerien untergebracht und das sehen wir natürlich sehr kritisch. Jetzt gibt es aber einen Ausschuss dafür. Wie ist der denn überhaupt aufgestellt und was sind eure Forderungen für so einen Internetausschuss? Na, das Problem ist, dass dieser Internetausschuss eben oder dieser Ausschuss für digitale Agenda eigentlich die Themen nicht federführend behandeln kann, da es eben auch kein entsprechend zugehöriges Ministerium gibt. Also dieser Ausschuss wird im Grunde eigentlich nur Stellungnahmen abgeben können und das ist natürlich viel zu wenig. Es gibt also keine Chance, gebündelt das Thema Netzpolitik tatsächlich federführend irgendwo unterzubringen und zu behandeln und dadurch ist auch davon auszugehen, dass es hier eben viele Verteilungs- und Kompetenzstreitigkeiten gibt und eben keine kohärente Netzpolitik auf der Bundesregierung zu erwarten ist. Was müsste nach euren Einschätzungen nun geleistet werden von diesem Ausschuss? Naja, also im Grunde ist unsere Forderung nach wie vor klar, dass wir eigentlich ein Internetministerium fordern und dementsprechend dann könnte auch dieser Ausschuss halt tatsächlich auch effektiv arbeiten und nichtsdestotrotz fordern wir natürlich auch die netzpolitischen Themen, die auf der Agenda stehen, auch entsprechend anzugehen. Also wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung, wir wollen eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität, um nur einige wenige Themen zu nennen, die uns halt sehr wichtig sind. Das wird mit der Bundesregierung, die jetzt da anfängt zu arbeiten, allerdings sehr schwierig werden. Und kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie dieser Ausschuss überhaupt aufgebaut ist? Das ist ein ganz normaler Hauptausschuss im Bundestag. Also da sitzen dann eben Abgeordnete drin, eben nach den Mehrheitsverhältnissen, wie der Bundestag zustande gekommen ist und unterhält sich dann eben über die entsprechenden netzpolitischen Themen. Wie gesagt, das Problem ist, dass eben zum Beispiel der Innenausschuss weiter federführend an bestimmten Themen arbeitet oder dass eben der Wirtschaftsausschuss sich mit digitaler Wirtschaft beschäftigt und so weiter und so fort. Und dieser Ausschuss im Grunde dann halt eigentlich nur Stellungnahmen zu den federführenden Ausschüssen übermitteln kann. Und also das ist natürlich viel zu wenig. Und wie kann dann Netzpolitik überhaupt betrieben werden, wenn das Innenministerium zum Beispiel federführend für solche Themen ist? Na, wie gesagt, das ist halt problematisch. Also Netzpolitik ist auf ganz viele verschiedene Ministerien aufgeteilt. Also zum Beispiel Innenministerium macht Datenschutz, IT-Sicherheit, E-Government, Verbraucherschutz ist im Justizministerium jetzt untergebracht, Jugendschutz im Familienministerium, die digitale Wirtschaft wird im Wirtschaftsministerium behandelt, der Breitbandausbau eben dann im Verkehrsministerium und dazu kommt jetzt eben digitale Infrastruktur heißt das Ministerium jetzt. Und das ist natürlich sehr problematisch, wenn es eben jedes Ministerium irgendwo ein Stück weit an bestimmten Themen arbeitet, aber eben niemand federführend eigentlich drüber schaut, was jetzt eigentlich wo, wer an was arbeitet und wie es da weitergehen soll. Also es wird einfach keine kohärente Netzpolitik geben am Ende. Und ist dieser Ausschuss dann eigentlich nur sowas wie ein Gremium zur Beratung? Oder ist er einfach nur ein Ort, wo Dinge bestimmt werden? Na, bestimmt werden wird in diesem Ausschuss eben nichts. Also das ist mehr so eine Diskussionsplattform. Und wie gesagt, man kann sich eigentlich jetzt von dem Ausschuss nicht wirklich viel erwarten. Also das ist eigentlich mehr so ein Feigenblatt, dass man halt irgendwie sagt, ja, wir tun was für die Netzpolitik und tut dann eben so einen zahnlosen Ausschuss da einsetzen. Das ist eigentlich, ja, wie gesagt, eine vollkommen verpasste Chance, die hier die Bundesregierung diesen Ausschuss angeht. Ich meine, jetzt auch mit Bestimmen vielleicht gar nicht bestimmen in dem Sinne von Entscheidungen treffen, aber vielleicht auch Themenbestimmung, also Themenfindung überhaupt. Werden dann vielleicht neue Themen mehr eingebracht oder gibt es mehr Möglichkeiten, andere Themen einzubringen durch diesen Ausschuss? Das wird man dann am Ende sehen, wie der Ausschuss dann tatsächlich am Ende arbeitet. Aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Ausschuss sich jetzt selbst irgendwelche Themen auf die Agenda setzt und dann irgendwelche Stellungnahmen zu irgendwas abgibt, wo überhaupt nichts behandelt wird. Also wie gesagt, also meine Einschätzung ist, dass dieser Ausschuss wenig Konstruktives zur Debatte beitragen können wird. Ich habe mir vorgestellt, dass dieser Ausschuss, also ich sehe den auch kritisch, aber konnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ja Nebenthemen dann vielleicht doch auf die politische Agenda kommen. Meint ihr denn, dass dieser Ausschuss auch dazu beiträgt, könnte, dass auch gerade netzpolitische Themen einen höheren Stellenwert in der Politik bekommen? Also ich würde das jetzt nicht unbedingt vermuten. Also, weil wie gesagt, das Problem ist, dass eben die Hauptausschüsse, also dass zum Beispiel der Innenausschuss sich dann weiter mit Datenschutz beschäftigt und eigentlich das zentrale Anlaufpunkt zum Beispiel für Datenschutz ist und bleibt. Und dadurch ist es eigentlich gar nicht möglich, jetzt tatsächlich mit diesem Hauptausschuss für digitale Agenda dann auch irgendwie konstruktiv oder ja auch irgendwie entscheidende Schritte zu unternehmen. Also und nichtsdestotrotz sind die Mehrheitsverhältnisse ja auch in diesem Ausschuss dann halt gleich wie die der Bundesregierung. Also es ist jetzt auch nicht so zu erwarten, dass dann da jetzt
in diesem Ausschuss dann die Leute auf einmal auf völlig andere und neue Ideen kommen, die in anderen Ausschüssen demzufolge jetzt nicht so vorhanden wären. Also möglich, dass da vielleicht immer mal ein Hearing stattfindet oder dass da auch Raum für alternative Konzepte ist. Allerdings ist das fraglich, inwieweit das dann tatsächlich auch den Weg in eine größere Debatte findet. Und das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht wirklich vorstellen, dass es durch diesen Ausschuss zu einer größeren Debatte kommt. Also es wäre schön, wenn es so ist, aber ich sehe das momentan nicht. Und nun konnte man in verschiedenen Zeitungen einmal Lobpreisungen und auch verschiedene Kritiken lesen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte ein Blogger, dass er als Gefahr sieht und warnt davor, dass durch diesen Internetausschuss nun der Weg auch für die Einflussnahme von Lobbyisten freigemacht wird. Wie seht ihr das denn? Naja, Lobbyismus ist jetzt per se erstmal nichts Schlechtes. Also, dass Interessenvertreter ihre Interessen vortreten, da kann man jetzt erstmal per se nichts Schlechtes dran finden. Die Frage ist eben, wie wird mit diesen Interessen dann umgegangen und wie wird eben auch für ein ausgewogenes Verhältnis gesorgt, dass eben Bürgerrechtsgruppen ähnlich intensiv an der Debatte teilnehmen können wie jetzt zum Beispiel Industrievertreter und dass sich das dann auch am Ende in den Gesetzen widerspiegelt, dass beide Gruppen sozusagen gehört wurden und dass sich tatsächlich dann auch die besten Argumente und nicht das Geld durchgesetzt hat. Also das ist ja nochmal ein ganz, ganz eigenes Problem sozusagen, inwieweit man mit Lobbyismus umgeht. Also per se ist nichts Schlechtes am Lobbyismus zu sehen und per se ist es auch nicht schlecht, irgendwie einen konkreten Ansprechpartner zu haben für alle Beteiligten. Die Frage ist dann eben, wie ausgewogen man die Interessen gegeneinander abwägt und zu welcher Entscheidung man kommt und warum man eben zu dieser Entscheidung kommt, die dann am Ende eben getroffen werden wird. Und auf eurer Internetseite schreibt ihr die Bildung des Ausschusses als einen Fehlstart der Großen Koalition. Wie schätzt ihr denn nun die Fortführung dieses Prozesses weiterhin ein? Also welche Möglichkeiten seht ihr da? Na, interessant wird sein, wie sich dieser Ausschuss zum Beispiel in der nächsten Legislaturperiode, also vielleicht wenn es neue Mehrheitsverhältnisse gibt, eine neue Bundesregierung entwickeln wird. Und wenn jetzt zum Beispiel eine neue Bundesregierung sich eben darauf verständigen sollte, in der neuen Legislaturperiode eben dieses von uns geforderte Internetministerium zu gründen, dann würde ja auch dieser Ausschuss deutlich mehr Kompetenzen bekommen. Und dann hätte dieser Ausschuss tatsächlich auch die Chance, eine kohärente und vielleicht auch sogar progressive Netzpolitik eben zu gestalten. Und das ist natürlich unsere Forderung und unser Wunsch nach wie vor. Nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt ja der Koalitionsvertrag netzpolitisch eher ein Grauen ist und auch eben die entsprechenden Ministerien mit ihren Aufträgen so befüllt sind, dass eigentlich keine kohärente Netzpolitik möglich ist, werden wir natürlich trotzdem versuchen, an den einzelnen Stellen uns dafür einzusetzen, dass unsere Forderungen durchgesetzt werden. Also etwa Netzneutralität, starker Datenschutz und ähnliche Themen. Nun klang das ja bei den Ausführungen schon an, dass ihr ein Ministerium fordert und dass ihr auch nun in der jetzigen Legislaturperiode gar keine Chance mehr seht, Netzpolitik zu betreiben. Wie ist denn jetzt die Wahrnehmung der Netzpolitik oder des Themas Netzpolitik in der Großen Koalition? Wie schätzt ihr das ein, also aus der Sicht der Großen Koalition? Na, wie gesagt, also wenn man in den Koalitionsvertrag reinschaut, ist erstmal eben positiv zu bemerken, dass Netzpolitik einen relativ großen Stellenwert im Vergleich zur vorausgegangenen Koalition hat. Nichtsdestotrotz sind eben die Ziele, auf die man sich geeinigt hat, dann eben sehr problematisch. Also es gibt eigentlich kaum Themen, wo wir sagen, hier wurden unsere Forderungen erfüllt. Also ganz im Gegenteil, eben Einführung der Vorratsdatenspeicherung sehen wir halt höchst problematisch, dass eben der Prozess der Datenschutzverordnung auf europäischer Ebene weiter verzögert wird, ist sehr problematisch. Die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität ist nicht garantiert. Also diese Themen sehen wir natürlich alle sehr problematisch und hier werden wir natürlich dafür kämpfen, dass, wenn es zu Gesetzesvorschlägen dann in dem Fall kommt, dass da vielleicht nochmal eine Meinungsänderung stattfindet und nichtdestotrotz also auch die jetzige Koalition kann sich ja immer noch irgendwie nach ein oder zwei Jahren darauf verständigen, doch dieses Internetministerium zu schaffen, weil sie eben zu der Erkenntnis kommen, dass es so, wie sie es jetzt gestaltet haben und aufgeteilt haben, nicht praktikabel ist. Also wir werden uns natürlich auch in dieser Legislatur weiterhin dafür einsetzen, dass unsere Ziele erfüllt werden. Also wir setzen uns jetzt nicht 4 Jahre hin und geben auf und sagen so, schade, große Koalition, jetzt können wir nichts mehr machen. Also das ganz sicher nicht. Und wir sehen natürlich trotzdem auch noch unsere Chancen und unsere Möglichkeiten, hier für eine progressive Netzpolitik einzutreten. Und das werden wir natürlich auch tun. Nichtsdestotrotz, die Umstände sind natürlich nicht die besten gerade. Und wie sehe so ein Ministerium eurer Meinung nach aus? Also ein Netzpolitikministerium oder ein Internetministerium? Na, wie jedes andere Ministerium auch. Also es gibt einen Minister und der
sozusagen überblickt sozusagen das Themenfeld. Also da müssten eben die verschiedenen Themenfelder, die Netzpolitik umfassen, zusammengeführt werden. Also man kennt es ja auch vom Wirtschaftsministerium oder Gesundheitsministerium oder anderen Ministerien. Das sind ja auch alles Querschnittsthemen, die aber trotzdem federführend eben von einem Ministerium behandelt werden. Und genauso was stellen wir uns eben auch für die Netzpolitik vor. Also dass es halt eine klare Ausrichtung gibt, einen Ansprechpartner, eine kohärente Netzpolitik, die eben dann abgestimmt wird mit den anderen Ministerien und aber federführend eben von einem Ministerium betrieben wird. Und das ist eigentlich das Entscheidende, also dass halt ein klarer Ansatz erkennbar ist, in diese Richtung soll es netzpolitisch gehen und dann kann man eben darüber streiten, ob man das gut oder schlecht findet. Aber das Problem ist eben, wenn das jetzt auf 5 Ministerien aufgeteilt ist, die einzelnen Themen, wird es eben nie möglich sein, eine kohärente Netzpolitik zu betreiben. Also nehmen wir mal das Thema Netzneutralität. Für Netzneutralität ist zum Beispiel der Breitbandausbau essentiell, aber beide Themen sind in verschiedenen Ministerien untergebracht und das ist natürlich am Ende problematisch. Es ist ja auch in der Diskussion, dass Alexander Dobrindt von der CSU ja in der Debatte steht als Internetminister. Naja, das liegt daran, dass in seinem Ministerium jetzt eben Verkehrsministerium und Ministerium für, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt genau heißt, aber grundsätzlich also für Infrastruktur, digitale Infrastruktur. Und das beinhaltet aber lediglich eben den Breitbandausbau. Also und das Interessante dabei ist, dass er dafür überhaupt keine finanziellen Ressourcen zur Verfügung hat. Also wenn man sich da auch eben die Entwicklung des Koalitionsvertrags anschaut, da waren am Anfang verschiedene Summen im Spiel, zum Schluss halt etwa 1 Milliarde pro Jahr für den Breitbandausbau. Das hat man dann auch im Koalitionsvertrag wieder rausgenommen. Also man sagt halt, man möchte den Breitbandausbau vorantreiben, setzt da aber überhaupt keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Und das ist natürlich, da fragt man sich, wie das dann gestaltet werden soll. Und wie gesagt, andere Themen eben wie digitale Wirtschaft, Datenschutz, E-Government und so weiter und so fort sind eben in vollkommen anderen Ministerien untergebracht. Also bloß, weil man jetzt jemanden noch digitale Infrastruktur an den Ministeriumsnamen dranhängt, heißt es noch lange nicht, dass es sich dabei um einen irgendwie gearteten Internetminister handelt.